Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Und wir sind jetzt hier im... Wo sind wir jetzt hier? Im lichtlosen Kerkerloch. Wir haben hier Meridas... Oh. Das war jetzt ein bisschen dunkel und dann sind die auch ein bisschen aggressiv hier, ne? Wie komme ich denn da jetzt rein? Ich komme da ja nicht rein. Warum denn nicht? Ach so, ich muss hier irgendwo rum. Betretet die Bibliothek und nehmt den Geistschattenkristall. Dann legt ihn auf das mittlere Podium am Eingang. Hä? Was soll ich noch alles auf der Mitte legen? Hä? Junge, ich hab noch eine Mitte. Du redest Mumps. Oh. Tja, redet doch Mumpitz, oder? Tja, redet Mumpitz. Essenz der Dunkelheit. Licht hält auch nicht ewig, ne? Oh, hier sind Bücher. Oh Gott, hier sind Bücher. Oh Gott, hier sind eine Menge Bücher. Ich kann auch im... Gibt es hier überhaupt neue Bücher? Habe ich jetzt schon einen verpasst? Da ist ein neues Buch. Alles klar. Warte mal, sind da hinten noch welche? Ja, guck mal hier. Würde denn natürlich die alle mitnehmen? Ist da oben noch was? Nee. Nur falls hier Bücher sind, die ich noch nicht hatte, wisst ihr? Guck mal, hier ein neues Buch entdeckt. Ich freue mich darüber, diese Bücher. Oh, hier noch mehr. Neues Buch entdeckt, neues Buch entdeckt. Die kommen ja auch alle in den Sammlungen denn vor, wisst ihr? Und dann ist das irgendwie schön, wenn man die alle hat. Und dann kann man da irgendwann mal hier so ein bisschen lesen und die wenn man Zeit hat nach den ganzen... Oh, ich kann hier noch keine Bücherregale hier so hinpacken hier. Freunde, was ist denn hier los? Tag. Ich räume hier mal mit auf, wa? Hier schon. Ich glaube, hier war ich schon. Bin mir aber gerade nicht so sicher. So. Eine schöne Aufgabe, finde ich. Stehen würden. Jetzt kein neues Buch mit bei, ne?
Aber guck mal, der rennt hier auch durch. Er nimmt erstmal alle Bücher hier. Die haben wir schon, ne? So, nehmen wir mit. Danke. Oh, die waren gelb, verdammt. Die greifen uns jetzt nicht mehr an. Ach, wie schwer ich es doch habe. Interessant, ne? Wenn ich wüsste, wo was steht. Alter, warum bitte? Versteht er den? Muss ich das verstehen? Darf ich durch die nicht durchlaufen? Merkwürdig. Die machen mir hier nichts. So. Ach so, das Podest in der Mitte. Aha. Ich sollte das nicht hier in der Mitte legen, sondern... Denk mal, wir müssen hier wieder lang. Betretet den Garten und nehmt den Lebensschattenkristall. Dann legt ihn auf das mittlere Podium am Eingang. Aha, mittlere Podium. Die sind hier nicht. Oh Mann. Nein, hier sind Bücherregale. Oh Gott. Kämpft hier noch jemand? Nee. Ist nur. Oh ne, eine Zecke. Ih, Zecken, ey, krasse Zecken. Uah. Die Viecher sind so eklig. Zecken, da kannst du nix. Er hat mehr Bums. Ups. Gut. Alter, was hat der denn für Loot gehabt? Gleich so viel. Ich hab kein Licht mehr, kann das sein? Ui, ui, ui.
Ja, ist so hell. Hell ist so hell. Komm nicht raus hier. Oh, jetzt. Neues Buch entdeckt. Cool. Gut, dann hätten wir das ja jetzt voll hier, wa? Dann ist das ja alles schicke jetzt hier. Okay. Das Gefängnis. Gut gemacht, meine Freundin. Jetzt kommt in das Kerkerloch und befreit mich. Alles klar, bin gleich da. Können wir hier vielleicht mal... Hier sind doch Kerzen, warum machen wir die nie an? Die lichtlose Zelle. Ihr habt bis jetzt gute Arbeit geleistet. Aber es gibt noch viel zu tun, wenn ihr mich befreien wollt. Mein Körper ist gefangen in einer Dunkelheitssäule, die von den Ebenerzscherben an den Seiten erzeugt wird. Platziert ein Licht von Meridia in beiden Wandleuchtern. Sie werden einen Lichtstrahl aussenden, der auf einen Kristall in der Nähe treffen wird. Durch Drehen des Kristalls könnt ihr den Strahl ausrichten. Vielleicht müsst ihr den Kristall mehrmals drehen, um die Strahlen zu verbinden und einen Lichtweg zu den Ebenerzscherben zu bilden. Justiert die Kristalle, bis die Lichtstrahlen die Ebenerzscherben zerstören. Dann wird die Dunkelheitssäule zusammenfallen und ich werde frei sein. Scheint jetzt nicht so das Problem zu sein, ne? Okay. Was war denn? Seht ihr irgendwas? Okay. Denk mal, wir müssen hier rum und dann... Ein bisschen nervig, weil es so lange dauert. Oh, okay. So, jetzt müssen wir den hier noch aktivieren. Okay, der schießt ihn da hin. Müssen darüber, ne? Müssen wir von da aus nach da schießen, oder was? Oh, okay. Das ist gut. Die sind gut.
Diese gut. Diese gut. Na. Ach so. Komme ich von hier aus darüber? Ich muss ja jetzt bloß hier gerade durch. Hallo? Jetzt sei hier, da. Da will ich doch hin. Und dann will ich den hier rüber schießen. Hä? Was nun? Kann ich von hier aus? Hier irgendwie quer jetzt rüberschießen? Ich probiert mal. Aber der gerade ging ja jetzt gerade nicht. Der gerade ging gerade nicht. Vielleicht geht der jetzt hier so diagonal rüber. Sieht nicht so aus, oder? Was ist denn, wenn ich den vorher schon drehe? Die Frage ist ja... Ja... Komm schon. Sieh zu! Jawohl, sehr gut. Sprecht mit dem König. Alles klar. Und Kopf ab. So, König. Lalorian. König Dynar. Endlich Freiheit! Meine Berechnungen haben ergeben, dass eure Wahrscheinlichkeit zu versagen leicht höher war als eure Erfolgsaussichten. Aber ich vermute, dass ihr schon oft die Wahrscheinlichkeit geschlagen habt. Ich danke euch. Seid ihr verletzt? Nein, ich bin vielleicht ein bisschen müde, aber unverletzt. Mein Geist ist allerdings weiterhin scharf. Ich schlage vor, dass wir von diesem Ort entfliehen. Es ist die einzig taktisch kluge Entscheidung, die wir fällen könnten. Lasst uns diesen Ort verlassen. Einverstanden. Erlaubt mir, ein Portal zu Meridias Stadt zu erschaffen. Dort können wir uns unterhalten. Alles klar. Haare ab. Achso, kann ich hier... Geht noch nicht. Ist noch nicht bereit. Wir müssen warten, bis der alte Mann hier rankommt. So, folgt. Dieses Portal führt in die leere Stadt. Wir reden weiter, wenn wir innerhalb ihrer Mauern in Sicherheit sind. Benutzt das Portal. Kalthafen. Die leere Stadt. Wir füllen sie ja auch so langsam. Wir haben ja jetzt den Khajiit noch gerettet. Ich glaube, wir beim letzten Mal irgendwann, wo wir hier waren, hatten wir doch auch schon irgendwas... befreit ihr habt. Oh, meine Stimme versagt. Hilfe. So. So, sollen wir hier rennen oder was? Oder wie? Oder wie? Da ist auch noch eine andere Aufgabe. Was ist nicht nur wieder für eine Aufgabe? Was ist das? Ich habe kaum einen Fuß in diese geheiligten Mauern gesetzt und fühle mich schon tausendmal besser.
Und da ihr jetzt hier seid, können wir unseren nächsten Schritt gegen Molag Bal bestimmen. Habt ihr einen Plan? Ich muss mir einen Überblick über unsere Ressourcen verschaffen, um festzustellen, wie viele davon wir zum Einsatz bringen können. Erst dann kann ich eine Strategie entwickeln, die es uns erlauben wird, diesen Krieg zu gewinnen. Aber vergebt mir, ich wollte eigentlich ausdrücken, dass ihr im Turm Vortreffliches geleistet habt. Wie immer. Es ist gut, wieder in dieser alten Stadt zu sein. Ich muss unsere Stärken und Schwächen einschätzen, um zu bestimmen, wie wir am besten Molag Bal angreifen können. Wenn wir zuschlagen, bevor wir genügend Truppen versammelt haben, dann fürchte ich, dass wir diesen Krieg verlieren werden. Oh je, was schlagt ihr vor? Die Soldaten. Jene, die sich die Kriegergilde nennen. Sie scheinen stark und geschickt zu sein, zumindest auf den ersten Blick. Ich werde sofort mit ihrem Anführer sprechen. Ich bin nicht sicher, wer diese Streitmacht befehligt. Kein Anführer? Diese Situation ist nicht hinnehmbar. Ich übernehme das Kommando über die Streitkräfte dieser Kriegergilde. Das ist die einzige vernünftige Lösung. Sprecht mit den Leuten in diesem Gebäude. Sobald ich mich mit der Stadtwahrerin besprochen habe, stoße ich zu euch. Okay. So. Kündigt der Kriegergilde König Dynar an. Sitzt sie. Okay, lassen wir mal mit ihr mal drehen. Die Teile fügen sich zusammen. Mit der Hilfe des Königs sollten wir eine Streitkraft versammeln, die Meridias Segen würdig ist. Wann sind diese Leute hier angekommen? Kleinere Gruppen treffen schon seit eurer Abreise ein. Die Krieger drinnen scheinen unter dem Schutz des Ritters Darien zu stehen. Ein außergewöhnlicher Mann. Tapfer bis ins Mark. Und auch bei aussichtslosen Unterfangen von unerschütterlicher Treue. Katwell hat sie in der Wildnis gefunden. Okay. Katwell, du alter Sack. Toll, freut mich, dass ihr euch uns anschließen konntet. Willkommen in der Kriegergilde. Ein geradezu einfacher Name, nicht wahr? Obwohl er richtig ist. Sie bekriegen Dinge und sind in einer Gilde. Funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn ich darüber nachdenke. Ihr habt die Mitglieder der Kriegergilde gefunden? Eigentlich war es Ehre, der sie gefunden hat. Kennt ihr euch? Wir sind schon ewig zusammen. Ihr kennt Kalthafen fast so gut wie ich. Euer Haustier hat sie gefunden? Schnickschnack! Ehre ist doch kein Haustier. Er ist mein treues Ross. Manchmal verwechselt ihr den einen oder anderen Waldelfen mit einem leckeren Imbiss. Aber das passiert ihnen ja manchmal auch, nicht wahr? Was? Oh, hier ist ein Buch irgendwo. Euer Nörgeln wird langsam lästiger als mein hartnäckiger Ausschlag. Wir haben endlich einen sicheren Ort gefunden. Und ohne einen Plan, hier wieder herauszugehen, wäre sogar mir zu töricht. Ihr wollt, dass wir uns hinter diesen Mauern verstecken? Dass wir unsere Kameraden sterben lassen, während ihr entspannt an eurem Wein nippt? Ihr habt keine Ehre im Leib, Ritter! Erzählt mir nichts von Ehre, Elf. Ihr habt ja keine Ahnung, was ich gesehen und durchgemacht habe. Valorone. Ich weigere mich, unsere Gildenmitglieder in der Wildnis dieses bösen Ortes verrotten zu lassen. Die Gefahren sind mir egal. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr noch da draußen wärt? Würdet ihr nicht wollen, dass wir euch finden? Bitte entschuldigt diese unwürdige Vorstellung. Diese unbedachten Äußerungen sind natürlich nur Redewendungen. So, ich schätze, ihr wisst mehr über diesen Ort als alle anderen. Wo bekommt man hier zum Beispiel einen ordentlichen Schluck? Die Stadt ist ein sicherer ist eine sichere Zuflucht, ein Ort, an den wir uns neu sammeln und organisieren können. Eine sichere Zuflucht, hm? Ich hätte wirklich nicht erwartet, in einem derart finsteren Reich irgendwo bunte Blumenpracht und klares Wasser zu sehen. Ich nahm eigentlich an, wir gehen einem viel zu frühen und viel zu schmerzhaften Tod entgegen. Schön zu sehen, dass ich mich diesmal getäuscht habe. Wie seid ihr gelandet? Ich konnte euch ja nicht einfach losziehen und die Welt alleine retten lassen, oder? Nur in Begleitung dieser Aufschneider von der Kriegergilde. Abgesehen davon gab es da ein Portal. Wie hätte ich nicht durch es hindurchtreten können, um herauszufinden, was auf der anderen Seite ist? Wer führt diese Gruppe an? Das ist eine gute Frage. Ich habe gehört, dass Hauptmann Alfauri getötet wurde, kurz nachdem wir zerstreut worden waren. Ich hatte gehofft, hier einen anderen Offizier zu finden, aber ich hatte kein Glück. Ich habe einen Aliidenkönig gerettet, der möchte dabei helfen, unsere Streitkräfte zu sammeln.
Ein Aileida? Wir dachten, sie wären alle, ihr wisst schon, tot. Andererseits ist dies die Ebene eines dädrischen Fürsten. Ich sollte mich von solchen Enthüllungen wirklich nicht mehr überraschen lassen. Ich habe das Gefühl, mich erwarten noch merkwürdigere Offenbarungen, bis diese Sache hier vorbei ist. Okay. Hält mir bei, Soldaten! Wir haben einen Krieg zu gewinnen und keine Zeit zu verlieren! Was in Auriels Namen ist das? Wer seid ihr? Das ist also der letzte Aileida, was? Ich hätte ihn mir staubiger vorgestellt. Das passiert doch, wenn Elfen sehr, sehr alt werden, oder? Halt den Mund, Gek! Wer führt diese Gruppe an? Tretet vor und sprecht. Dann erlaubt mir, das richtig zu stellen. Ich werde euch anführen. Wir werden eure Kameraden zurückholen und eure Mission beenden. Wenn das nicht gut genug für euch ist, sind eure Dienste nicht weiter gewünscht. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr gehört nicht zur Kriegergilde. Ihr habt keine Autorität über uns. Fordert ihr mich dann heraus? Wollt ihr, dass ich euch töte, um euren Gefährten meine kämpferischen Fähigkeiten zu beweisen? Das käme mir ganz gelegen. Er ist irgendwie lästig. Wie könnt ihr von uns erwarten, dass wir unser Leben für jemanden geben, den wir noch nie getroffen haben? Wenn ihr überleben wollt, wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr mir vertrauen. Erlaubt mir zu erläutern, warum ihr meine Führung braucht. Wir sollten eine Lösung finden. Ich kann eure Vorbehalte nachvollziehen, aber unter meiner Führung wird die Kriegergilde uns helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Ich weigere mich, unsere Gildenmitglieder in der Wildnis, die... Okay. Ich kann von dieser Gruppe kein blindes Vertrauen erwarten. Das wäre töricht. Ich habe vor, ihr Selbstvertrauen zu stärken, damit die anderen bei ihrer Ankunft mir ohne Zögern folgen werden. Wie ist euer Plan? Fürs Erste, ich sollte mit jedem Soldaten hier sprechen. Werde ihnen erzählen, was meiner Meinung nach zu tun ist und wie wir es angehen sollten. Vielleicht ihre Meinungen dazu anhören. Ohne loyale Soldaten in eine Schlacht zu ziehen, bedeutet eine Einheit zu kommandieren, die bereits verloren hat. Und was sollten wir genau machen? Wir sollten weiterhin unsere Truppe vergrößern, bis wir genug Soldaten haben. Dann werden wir uns zusammensetzen und unseren Angriff planen. Der Abgrund im Norden schützt Molag Bahrs Allerheiligstes. Wir müssen ihn überwinden und dem Fürsten entgegentreten, um Nirn zu retten. Gut, hat er noch irgendwas? Nun, dem König fehlt es sicher nicht an Selbstvertrauen. Das gefällt mir. Er könnte unseren Freund hier in die Schranken weisen. Es wäre wirklich schön anzusehen. Was haltet ihr von all dem? Ich glaube, dass es eine Menge guter Soldaten dort draußen gibt, die unsere Hilfe brauchen könnten. Und ich weiß auch, dass wir so gut wie tot sind, wenn wir einfach planlos dort hinausstürmen. Ich bin immer gern bereit, die eine oder andere Holde Mai zu retten, aber nicht, wenn alle dabei draufgehen. Was ist denn eigentlich mit Merin geworden? Elif hat er ja verraten, hat er ja Verrat begangen. War das Elif, ich glaube ja. Puh, so, hier haben wir noch ein Buch. So, alles klar. Hier, Robert. Oh, nehmen wir mal mit. Gut. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier, ne? Also, Zeugs nehme ich jetzt nicht mit hier, was in Kisten ist, aber was hier so ein... Hier ist ein Bücherregal. Dunkelste Göttlichkeiten. Sack hier im Wandschrank. Oh, was haben wir hier? Zerrissene und weggeworfene Tagebuchseite. Und das ist die Wahrheit. Ich muss erwähnen, dass ich nicht weiß, ob Osterrand sich hat täuschen lassen. Oder ob die Sicht des Königs getrübt war, obgleich sie einen Regenbogen des Lichts sendet, die strahlende auf Zeichen und Omen, die schwer zu verstehen sind. Den Rest könnt ihr euch selber durchlesen.
Mir juckt meine Augenbraue. Was nicht alles juckt. Juckt ja alles. Ist da irgendwas drin im Schrank? Ein paar Äpfel. Hier, sowas ist gut. So, Freunde. Wir sind schon wieder eine halbe Stunde rum hier. Okay. Hat die noch jetzt irgendwas? Die Teile fügen sich zusammen. Mit der Hilfe kleinere Gruppen treffen schon... Okay. Gut, dann lassen wir mal hier gucken und lunzen und machen und tun. Wir könnten ja dann hier gerade hochgehen. Die Frage ist... Wo müssen wir denn hin? Hier drüben müssen wir noch hin. Schwarze Schmiede. Da haben wir noch was. Ich würde jetzt mal ganz glatt behaupten, wir wandern ins nächste hier unten lang. Werden uns hier um das kümmern. Denn wenn wir das aufsuchen, das und dann diese Dorf. Ja. Und dann diese Dorf hier befreien. Was haltet ihr denn davon? Ja. Das machen wir in der nächsten Folge. Denn heute ist wieder rum. Und bis dahin haltet die Ohren steif und tüdelü.